Hallo, ich bin Johannes von Your German Teacher und heute möchte ich dir unsere Top 20 Nomen Verb Verbindungen zeigen. But at first, what are those Nomen Verb Verbindungen? In German language we have certain nouns that come together with certain verbs. And sometimes even if you know both words, you might not be able to know the meaning when they are used together. Let's try it like this. To ask a question. Eine Frage fragen? Is it or not? Oder to give a speech. Eine Rede geben? Are you sure about that? Or this one here. Freundschaft schließen. What's the meaning of this? In Kauf nehmen. Also a bit weird. And this is the reason why you should watch this video. This is not for beginners. It's not for A1. This is rather for B1+. So if you are at the end of B1 or even better in B2, then you should keep on watching this video. Let's start with the first one. Nummer 1. Eine Frage stellen. So this means to ask a question. Und hier ist ein Beispiel. Darf ich Ihnen eine Frage stellen? Darf ich Ihnen eine Frage stellen? So this is a very polite way to ask someone if it's okay or not to ask him or her a question. Nummer zwei. Eine Rede halten. So it's not like in English to give a speech, geben, no. Halten. Eine Rede halten. Und hier ist auch ein Beispiel. Die Politikerin hält eine Rede über Umweltschutz. Die Politikerin hält eine Rede über Umweltschutz. Nummer 3. Eine Entscheidung treffen. Entscheidung means decision. Treffen normally means to meet someone but in this combination here it simply means to make a decision hier ist das beispiel sie muss eine schwierige entscheidung treffen sie muss eine schwierige entscheidung treffen so the female boss here she has to make a hard a difficult decision for example who will get the job nummer 4 ein gespräch Führen. So this means to have a conversation or to talk to someone. Tim führt seit zwei Stunden ein Gespräch mit einem schwierigen Kunden. Tim führt seit zwei Stunden ein Gespräch mit einem schwierigen Kunden. So Tim is talking to a difficult customer for two hours already. Nummer 5. Eine oder keine Rolle spielen. To be important or unimportant. Hier auch ein Beispiel. Karl ist reich. Geld spielt für ihn keine Rolle. Karl ist reich. Geld spielt für ihn keine Rolle. So he's rich and money is not important to him. Nummer 6. In Frage kommen. To be possible, to be a possibility, to come into question. Beispiel. Also ich liebe das Meer. Ich liebe das Meer. Ein Urlaub in den Bergen kommt für mich nicht in Frage. Ein Urlaub in den Bergen kommt für mich nicht in Frage. The vacation in the mountains is out of the question. For me no chance i want to go to the sea to the ocean okay nummer 7 in kauf nehmen to accept to take the risk for example this guy here er nimmt schwere verletzungen in kauf er nimmt schwere verletzungen in kauf nummer 8 in der lage sein to be able to to be in a position to do something and this makes sense lage means location or position hier ist mein beispiel momentan sind wir nicht in der lage ein haus zu kaufen momentan sind wir nicht in der lage ein haus zu kaufen you can see that in der lage sein requires a certain sentence structure a certain grammar zu plus infinitiv at the end of the whole sentence if you forgot how to use this grammar or maybe you never learned it check the description there is a link to a video about this topic. und wir machen weiter hier ist meine nummer nine: bescheid sagen oder bescheid geben to let somebody know to give the word okay so the situation here is like this the sun. He found a job abroad and is flying to another country right now. The mom, of course, she's worried and tells him, Sag bitte Bescheid, sobald du angekommen bist. Sag bitte Bescheid, sobald du angekommen bist. The grammar that I used here is called imperative, commanding form. Same like before, you will find a link in the description. There is also a video about this topic. Weiter geht's mit Nummer 10. Sich Gedanken machen über. To think about something somebody, to worry about something somebody. Hier ist mein Beispiel. And again, it's the son and his mom. But this time he tells her. Mach dir bitte nicht so viele Gedanken. Mach dir bitte nicht so viele Gedanken. I did not use the preposition über in my sentence, but if you do, you will have to use it with accusative case. Hier ist meine Nummer 11. Rücksicht nehmen auf. To be considerate of or to take something somebody into account. Beispielsatz. Er hört gern sehr laut Musik. Er hört gern sehr laut Musik aber er nimmt rücksicht auf seine nachbarn und benutzt kopfhörer aber er nimmt rücksicht auf seine nachbarn und benutzt kopfhörer the preposition auf is also used with accusative case wir machen weiter nummer 12 eine prüfung ablegen to take an exam hier ist mein satz Lea wird nächste Woche die B1 Prüfung ablegen. Lea wird nächste Woche die B1 Prüfung ablegen. Ablegen normally is a separable verb, but in this case here I used wird future tense and therefore I have to use the infinitive of ablegen at the end of the whole sentence. Nummer 13 Angst haben vor to be afraid of Yes of course sie hat ein bisschen angst vor der prüfung sie hat ein bisschen angst vor der prüfung vor uses dative case that's why die prüfung changes into der prüfung Nummer 14 einen sprachkurs besuchen in this combination besuchen means to attend. It works not only for language class, language courses, it works for any kind of course, any kind of class. Und hier ist mein Beispiel. Wenn du eine Sprache schnell lernen möchtest, solltest du einen Intensivkurs besuchen. Wenn du eine Sprache schnell lernen möchtest, Solltest du einen Intensivkurs besuchen? Of course, you can also just watch our videos on YouTube or you check out our website www.yourgermanteacher.com. Jetzt machen wir weiter mit Nummer 15. Ein Studium abschließen. Abschließen means to graduate in this combination here. Mein Sohn hat letzte Woche sein Studium abgeschlossen. Mein Sohn hat letzte Woche sein Studium abgeschlossen. Here I used perfect tense. That's why abschließen turns into abgeschlossen. Okay. Nummer 16. Freundschaft schließen. And this is also a bit confusing because schließen normally means to close something. But here it means to make friends, to become friends. Hier ist mein Beispiel, a little story. Emil und Lukas hatten Streit und sind jetzt keine Freunde mehr. Emil und Lukas hatten Streit und sind jetzt keine Freunde mehr. So they had a fight an argument and now they are no longer friends happens between children but the parents they hope hoffentlich schließen sie bald wieder freundschaft hoffentlich schließen sie bald wieder freundschaft Nummer 17 zur verfügung stellen to make something available to provide something And this might be a sentence that is somewhere written in the hotel rules. Wir stellen unseren Gästen Fahrräder kostenlos zur Verfügung. Wir stellen unseren Gästen Fahrräder kostenlos zur Verfügung. Nummer 18. zur Verfügung stehen. to be available, to be on hand. Hier ist mein Beispiel. Unser Kundenservice steht Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung. Unser Kundenservice steht Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung. If you want to know more about those two, zur Verfügung stehen and zur Verfügung stellen, watch the bonus tip. Nummer 19. Erfahrung Sammeln. To gain experience. This guy here, Christian, möchte in Spanien arbeiten und dort Berufserfahrung sammeln. Christian möchte in Spanien arbeiten und Berufserfahrung sammeln. So, sammeln normally means to collect, but here it's like to gain experience. Last but not least, Nummer 20. Einen Unfall bauen. To crash, to cause an accident. And this is kind of spoken language. Hier ist mein Beispielsatz. Till hat einen Unfall gebaut, weil er beim Fahren WhatsApp gecheckt hat. Till hat einen Unfall gebaut, weil er beim Fahren WhatsApp gecheckt hat. So that's it. These are our top 20 nomen verb verbindungen. But I still have the tips and tricks for you. Tip number one. Zur Verfügung stellen und zur Verfügung stehen. What is the difference here? The easiest way is to make it like this. Here is a sentence with stellen. Wir stellen Fahrräder zur Verfügung. You have a subject and also an object. And you need this object. It's not possible to just say something like Wir stellen zur Verfügung. That's wrong. You always need a subject, the provider, and an object, something that is provided. Without this object, the sentence is wrong. Now here's a sentence with here is a sentence with stehen. Fahrräder stehen zur Verfügung. Fahrräder stehen zur Verfügung. You can see that I don't need an object. Fahrräder, the thing or the person or whatever the service that is provided is the subject. And that's the basic most important difference between those two. Mein Tipp Nummer 2: Präpositionen merken. When you learn those noun verb combinations, learn them together with the preposition and the case. For example, hast du Angst vor der deutschen Grammatik? Hast du Angst vor der deutschen Grammatik? Don't just learn hast du Angst, Angst haben. Also memorize vor and in this combination here, Dative Case. If you need more help with any other grammar topic, check the links here. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss. Auf Wiedersehen.